Gesellschaft gucken, sind relativ wenige Selbstorganisationen von Menschen auch aus Osteuropa bekannt hier. Und das ist immer so, finde ich, dieser erste Gedanke, den man hat, ja, da müssen wir halt mit denen reden, müssen wir mit denen in Kontakt kommen, müssen wir irgendwie schauen, wie wir zusammen was aufbauen können. Mir scheint, das ist eine echt hohe Hürde. Und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, ist die Wahrnehmung falsch oder ist es tatsächlich so, dass der Organisierungsgrad dieser Gruppe auch nicht so hoch ist? Und wenn ja, warum? Also mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass der Organisationsgrad nicht sehr hoch ist. Und also ich kann sozusagen nicht wissenschaftlich fundiert genau sagen, warum das so ist, aber ich kann ein paar begründete Vermutungen anstellen. Eine ist die durchaus der so fluktuierende Charakter dieser Migration. Also viel osteuropäische Migration ist ja eine freizügige Migration. Das heißt, die Leute kommen nicht zwingend her und bleiben, sondern sie kommen und gehen. Da ist viel Pendelei dabei, was schon mal von vornherein verhindert, sich dann zu organisieren, weil es gar nicht das Umfeld dafür passt und weil es auch sozusagen nicht das Ziel ist, ja, dass die Leute haben. Da stecken dann individuelle Migrationsprojekte dahinter. Man verdient ja trotzdem mehr Geld als zu Hause, ja, das ist auch immer so ein Aspekt. Ein anderer Grund, den ich vermute in manchen Fällen, hat mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, dass man vielleicht sich auch deswegen nicht organisiert, weil man sozusagen nicht so auf einer Stufe stehen will mit anderen Migrationsgruppen. Ja, ich meine, das ist ja auch etwas, was man auch bedenken muss. In dem Moment, wo man sozusagen für sich anerkennt, oh, ich bin von Rassismus betroffen, stelle ich mich gewissermaßen auf eine Stufe mit Menschen, mit denen ich vielleicht gar nicht in meinem eigenen Weltbild auf einer Stufe stehen möchte. So diese Verneinung von eigener Diskriminierung ist durchaus ein Thema. Und deswegen könnte das ein Grund sein, warum da eben auch keine Artikulation stattfindet. Und der dritte und letzte Punkt, und der ist, glaube ich, der hat auch mit diesen Dynamiken zu tun, die ich vorher ansprach, mit dieser Abgrenzung von anderen. Es gibt halt doch für, und das ist dann eben doch auch ein Unterschied zwischen anti-osteuropäischem und anti-schwarzem Rassismus zum Beispiel, es gibt ein individuelles Assimilationsversprechen sozusagen. In dem Moment, wo, spätestens in der zweiten Generation, wenn die Kinder keinen Akzent haben und der Name irgendwie deutsch-kompatibel ist, was bei slawischen Namen tatsächlich häufiger der Fall ist, ein Ofski fällt nicht auf, ne? Und der Phänotyp eben nicht auffällig ist, dann kann die Assimilation funktionieren. Und da stört es eben nur, wenn man vorher sich als Opfer von Rassismus zum Beispiel positioniert. Ne? Und das ist ein Problem, mit dem man, also wo ich jetzt auch keine Lösung habe, aber wo man immerhin feststellen kann, okay, das ist eine Konstellation, mit der man dann irgendwie umgehen muss in Zukunft. Ja, danke. Sondrin, dir würde ich gerne den Abschluss